So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Weiße Edition. Und heute geht es weiter mit einem Kampf mit dem lieben Stefan. Hey! Ich kämpfe doch gar nicht. Doch, du kämpfst. Du bist doch hier der von uns beiden, der hier die Eingabe macht. Ich bin der das Wissen hat zu allem Pokémon-Zeug. Na gut. Ja. Dann kann man ja im Endeffekt rushen einfach. Hey, Ignaz. Übrigens. Ignaz. Ja gut, wollte, dann wie kommt man denn da? Aber man kommt hier nicht vorne. Doch, weiter vorne. Nach vor dem Dingens hier, vor dem Wohnwagen. Wow, okay, das ist echt ein gutes. Hallo Backpackerin. Ja, was hast du? Zeig mir, was deine Pokémon können. Dein Pokémon Karu. Moin Karu. Heute müssen wir mal netten begrüßen. Oh. Ja, Insomnia. Einfach mit Unlicht draufhauen. Mir ist aber auch gerade so aufgefallen, ne, wir haben, unser Ganovia hat sich in Rockhammern entwickelt. Ja. Und zwar auf Level 29. Was ist das denn für eine merkwürdige Zahl? Das ist, also die meisten Pokémon entwickeln sich eher auf geraden Zahlen. Habe ich immer so das Gefühl. Oder so auf 30, 45, 20 und so weiter. Ja. In den 30er-Bereich sind dann die merkwürdigen Zahlen mitunter. Ja. Wobei da ist so 36, 32, 29. Keine Ahnung. Guck mal, ein Picochella, das ist doof. Was ist da? Oh, das ein Sandgrab. Nee, wollen wir es fangen? Nein, es stirbt. Ich glaube, es ist tot. Nein, es ist besiegt. Entschuldigung. Es ist tot. Baby, sie. Boah, hier ist super hohes Gras ist hier. Hi. Der sah gerade so aus, als wäre sein Mund zensiert gewesen aus dem einen Blickwinkel. Muss ja nochmal kurz höher gehen, dann sieht man das. Hm. Aber erstmal gibt's hier ein. Joa. Oh. Es gibt ein. Hoppla. Stefan ist am Sterben und wir kämpfen einfach ein wenig weiter in der Zwischenzeit. Knirscher ist übrigens stärker. Echt? Ja, natürlich. Knirscher hat 80 Schaden. Wow. Also Stärke. Gewissheit hat, keine Ahnung, wenig. Knirscher. Knirscher ist die verbesserte Form von Biss. So, und jetzt sollten wir Rockhammern aber wechseln. Also langsam wird es mal Zeit, ne? Hm. Auch wenn er cool ist. Ja. Dann wechseln wir doch mal auf. Efusia? Ja. Irgendeins von den Level 26 Pokémon, wir müssen ja noch. Ja, machen wir mal Efusia nach vorne. Ja. So, jetzt geh mal kurz hoch. Und erstmal. Einfach nur. Oder jetzt auch, guck mal. Sein Mund ist so ganz komisch gerade. Überall so. Merkwürdiger Typ, ey. Hier ist super hohes Gras. Aber nichts Besonderes. Probleme mit dem Unratütox. Eine Mülltüte ist auch nicht sehr kreativ, finde ich. So. Nee. Tackle, wenn dann. Tackle. Ding ist ein Gift-Pokémon. Das heißt, wir haben nichts Gutes dagegen. Okay, wir dürfen nicht austauschen. Denn wenn wir austauschen, wird das Pokémon vergiftet, was reinkommt. Oh. Oh Gott, das könnte Schaden machen. Oder auch nicht. Aber es ist sehr effektiv. Sehr effektiv, das hast du auch gesehen. Dann machen wir einen Trip hier. Oh. Na, wenn er jetzt nochmal macht? Nee, jetzt macht er Schlammbad. Oh, Schlammbad ist aber auch ekelhaft. Ja, jetzt ist er tot. Warum ist hier eigentlich... Weißt du, das sind so... Unratütox ist ja ein Müll-Pokémon. Das ist ja eigentlich wieder eins, was... Naja, ne? Umweltverschmutzung und so. Genauso wie Slimer. Slimer ist ja nur durch Umweltverschmutzung entstanden. Hm. Wie ist das eigentlich? Ich weiß gar nicht. Irgendjemand hat... Irgendein NPC oder so hat mal... Der Job, ein Pokémon zu benennen, ne?
Muss ja ultra einfach sein, weil du musst nur zuhören, was es sagt. Weil es wird ja nicht... es wird ja nicht so sein, dass du ein Pokémon benennst und danach fängt es an, diesen Namen zu sagen. Ja. Sondern es wird ja was sagen und danach benennst du es. Interessant, hier schneit das. Ja, das war eine sehr interessante Brücke auf jeden Fall. Oh, hi. Ihr seid also die Trainer, von denen Camilla gesprochen hat. Richtig. Timmy Turner? Es ist Timmy Turner, erwachsen. Oh. Schade. Deswegen trifft uns doch wegen der Flucht eine Schuld. Ist ja auch egal, ja. Ja, okay. Okay, wir müssen Team Plasma mitsuchen und fertig machen, weil wir die Brücke für uns runtergelassen wurde und sie deswegen abhauen konnten. Ja, und dann dürfen wir in der Arena gegen ihr noch kämpfen. Okay, warte. Also, nur wenn wir Team Plasma fertig machen, dann macht er seinen Job. Ja. Gut. Weil wegen uns die böse Brücke runtergelassen wurde. Das sage ich nächstes Mal auf Arbeit auch. Ihr müsst erst die Kinder von nebenan verprügeln, sonst werde ich meine Arbeit nicht machen. Meine ist denn hier was? Hier ist der Trainer. Da unten sind sie, glaube ich. Da kann ich mich dran erinnern. Das ist möglich. Hier gibt es einen Dreierkampf. Wo ist denn... Macht dich nicht. Weil da ist da. Erstmal ins beste Gebäude gehen. In das, was überall gleich aussieht. Ja, auch eine Marke, ne? Man muss es ja erkennen. Ja, das ist wie McDonald's. Ja, na, McDonald's sieht nicht überall gleich aus. Es hat nur das gleiche Schild. Ja, aber es hat auch das, so die gleichen Designelemente meistens. Ja, also aber so nur wenn... Ja, die neueren halt dann. Richtig. Wir hatten auch lange Zeit hier bei uns in der Stadt, war McDonald's lange Zeit nicht renoviert auf den neuen Stil. Oh. Den hatte ich dann in Dresden schon ziemlich früh gesehen, aber hier hat es eine ganze Weile gedauert. Ja, aber wie du ja schon sagtest, ne, da... wo du wohnst, kaum hab nie Informationen, ne? Genauso wie, dass McDonald's neues Design hat. Wahrscheinlich haben die einfach die Nachricht so lange nicht gekriegt, weil die erst noch per Postkutsche rüber musste. Und dann kam es halt in den Stau auf der A4 und so, der Autobahn. Da hat es halt länger gedauert. Ja, Klassiker. Wenn die Postkutsche mal wieder im Stau auf der A4 steht. Ja. Rollum ist übrigens Giftkäfer, also keine Pflanzenattacken, aber das dürftest du mitgekriegt haben. Ja, aber Deckel ist genauso wenig effektiv. Was Eisenabwehr macht. Geh mal auf Fletiamo. Wir machen einen Windschild drauf. Fletiamo. Dann darf das tolle Pokémon auch mal kämpfen. Hi, fliegende Schweinchen. Sieht sehr interessant aus von hinten. Ja, und entschüttelt. Ich liebe die Pokémon, die sich einfach nur verteidigen und nie angreifen. Ja. So, da haben wir es. Und dann sperren. Was? Ein Laukaps. Wasser-Pokémon. Also nehmen wir Ephoserp. So, Ephoserp, ne? Darfst du ja kämpfen? Diesmal darfst du deinen Grasmixer machen. Übrigens, der Teenager heißt Olaf. Das ist ein toller Name. Bei uns nicht so verbreitet wie in woanders. Okay, es wird... Wenn wir getroffen hätten, hätte es mit 1 HP überlebt. So, jetzt haben wir... Ah, nein, Laukaps ist doch gar kein Wasser-Pokémon. Es tut mir leid. Laukaps ist ein Käfer. Ja, hört mir. Das sehe ich, dass es ein Käfer ist gerade. Aber es sieht halt... Ist ein Blau. Ich weiß nicht, ich bin immer verwirrt von dem, auch von Cavalancers und so weiter. Es gibt diese Pokémon, da bin ich immer verwirrt. Ist das ein Käfer-Pokémon? Ist das ein Wasser-Pokémon? Hä? Ja, es hat halt Blau mit drin, aber sieht aus wie ein Käfer. Ey, guck mal, es ist 27. Ja. Ey.
nur noch 6 Level oder so, vielleicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir bald ein Serpi Royal. Was bist du? Ein Helm ist ein Things Album. Oh, wir kriegen einen Helm für. Wir kriegen den Beulenhelm. Der ist gut, den müssen wir unbedingt einem Pokémon geben. Ja? Ja, der Beulenhelm sorgt dafür, wenn dein Pokémon von einer physischen Attacke getroffen wird, dann kriegt der dich angegriffen hat, Schaden. Wo ist denn der Beulenhelm? Ah, da ist er. Eben. Yep, geben wir doch einfach mal Sedimantur. Sedimantur hält eh viel aus, also. So, jetzt hat Sedimantur einen Helm auf. Denn Safety first. Wir müssen unseren Stein beschützen. Cool. Wir können hier Post versenden. Ist das das DHL der Pokémon-Welt? Ganz so. Okay, hier scheint es nicht lang zu gehen. Hier vielleicht. Warum? Hey, was bist du? Ich stehe kurz durch den Zaun. In diesem Container hier. Okay. Danke für die Info. Erstmal was zu essen holen. Getränke. Nee, brauchen wir nicht. Ich habe ein Tafelwasser geholt. Wir haben so viel Geld mittlerweile. Ja, aber das brauchen wir für später. Du weißt doch. Wir müssen noch Aktien kaufen. Und ein bisschen spekulieren. Ne? Ich möchte erstmal hier rüber. Dann gucken wir, weil da was liegt. Wir müssen noch beim Pokémon-Lotto mitmachen. Oh ja, yeah, Gelatini. Das ist geile Eis. Ja, Eis. Ja, mach Pflanze drauf. Ist, glaube ich, nicht. Ist es effektiv oder nicht? Also, es ist nicht sehr effektiv. Das ist einfach nur normal, okay. Und Eissturm ist effektiv gegen uns. Aber ja, das heißt gar nichts. Weil jetzt machen wir. Warte, wollen wir es fangen? Kannst du machen. Für den Pokédex. Für. Mich, weil das ist eine Eiswaffe. Ja, für dich. Hier, ich hab dir ein Eis geholt. Ich glaube tatsächlich, ein Eis-Pokémon zu haben, also in echt haben zu haben, wäre nicht so toll. Weil bei manchen musst du ja echt aufpassen, dass die nicht schmelzen. Oh ja. Das wäre blöd. Zum Beispiel ja. Gelatini. Da hatten wir in der. So war das letzte Folge, war das, wo wir drüber geredet hatten, oder? Richtig. Genau. Deswegen nehme ich das gerade nochmal auf ein bisschen. Ja. Es ist halt so eine Sache, ne? Es gibt einige Pokémon, die ein bisschen blöd sind. Ist genauso wie, Unrat Hytox. Ja, genau. Oder so ein Glumander, ne? Wenn die mal dein Wasserglas auf die Flamme fällt. Ja, dann ist es weg. Oder, noch schlimmer, Spoink! Das ist das kleine hüpfende Schweinchen. Ja. Weil wenn du da ihm aus Versehen anschubst oder so und er nicht mehr springen kann, stirbt er einfach. Das Herz von Spoink schlägt nur, weil es am Hüpfen ist. Okay. Das sind ja noch so sehr, sehr unpraktische Pokémon, die werden für zu Hause. Schluck weg, weil das Ding würde dir alles wegfressen. Das ist, das Pokémon kann alles essen, was. Ja. Es würde, kann alles zersetzen. Relaxo. Ja, Relaxo und verfressen. Ja. Aber kuschelig. Um Relaxo zu haben, wäre auch was Cooles. Wobei ich glaube sogar Mamfaxo ist schlimmer, also die Vorentwicklung. Weil Mamfaxo ist glaube ich noch mehr. Es ist zwar wach, aber es ist noch mehr. Und es ist nur halb so schnell wie ein Relaxo, also wenn sich Relaxo mal bewegen würde. Ein Pantimos, einfach nur weil Eis ein Pantimos ist. Oh, wow, was ist denn? Ein Trainer wahrscheinlich. Ja. Weil Pantimos wäre echt merkwürdig, wenn du so ein, keine Ahnung, quasi einen Typen als Haustier hast. Der auch noch überall unsichtbare Wände erscheinen lassen kann. Ja, das ist das Problematischere. Yeah. Wobei,
In der Pokémon-Serie sogar so, dass von echt die Mutter einen Pantymos hat und das dann mega im Haushalt hilft. Das kann sein. Es kommt natürlich auch immer drauf an, ne? Also wenn man davon ausgeht, Pokémon gehorchen ja nicht jedem. Dementsprechend, Pokémon brauchen ja auch Erziehung. So wie richtige Haustiere. Ja. Dementsprechend, wenn du dein Pokémon richtig erziehst, klar kannst du es wahrscheinlich jedes Pokémon irgendwie nützlich einsetzen und halten. Aber wenn du Scheiße baust, ne? Dann ist es noch gefährlicher als mit einem normalen Tier. Aktibalkon. Ja, kannst Flitiamo reinmachen und einen ja, Windschnitt oder Herzstempel ja. Drauf, ist egal. Ja. Das ist auch so das Problem, wenn du ein Elektro-Pokémon nehmen würdest. Oh ja. Als wenn es jemand nicht gehorchen ist, hier so ordentlich einen Stromschill hat, gibt es, kann halt auch gefährlich sein. Richtig. Man ist halt kein Ash, der vor Elektrizität sicher ist, ne? Nee. Man kann nicht einfach mal so einen Donnerblitz abhalten. Yep. Ich glaube, da stellt sich auch. Da wird jeder geputzt davon. Ja, stell dir vor, oder irgendein Feuer-Pokémon, was dir einen Flammenwurf ins Gesicht drückt. Das ist schon schmerzhaft. Hier hinten ist sonst nichts mehr. Oder? Ja. Hab nichts übersehen. Aber wir hätten es fast durchgeschafft. No. Ein Pico-Chiller. Ja, müssen wir tackeln, ne? Ja. Was ist mit einem Mogelbaum? Hast du so einen Baum, der dir wahrscheinlich die ganze Zeit den Weg versperrt? Stehst früher auf, steht's erstmal vor der Tür. Ja, warum kannst du halt nicht so spät auf die Arbeit? Mein Mogelbaum stand im Weg. ich musste jetzt erstmal gießen, damit es weggeläuft. Aber das ist voll die Bestrafung dann für Mogelbaum, wenn du es gießt. Ist ja ein Gesteins-Pokémon. Oh, stimmt. Deswegen musst du es ja auch im Spiel mit einer halt gießen, damit es sich bewegt. Was auch interessant wäre Geist-Pokémon. Uhuh. Weil Geist-Pokémon haben ja nicht unbedingt die nicht unbedingt nette Intentionen. Je nachdem welches Geist-Pokémon, so in sehr ausgeprägter sind sie in ausgeprägter Form böswillig. Wir sollten mal unser Pokémon tauschen. Komm, vielleicht ja, und du darfst wieder. Und dann gibt's so Pokémon, wo man sich denkt, wenn man das so sieht, dass sie jemand hat, fragt man sich, wie bitte ist der Typ denn da überhaupt rangekommen? Weil es gibt hier diese eine Maske. Mhm. Ist auch ein Geist-Pokémon und die Maske ist, oder da wird irgendwie gesagt, dass, glaube ich, die Maske von dem Geist eines Kindes besessen ist. Und das ist dann ein Pokémon. Das ist auch so eine Art Pokémon, die ich unbedingt gerne haben möchte. Ja, oder stell dir vor, du hast einen Ninja-Turm. Kennst du einen Ninja-Turm? Nee. Neben Projo. Kennst du den. Oh, Charmander kommt. Hey, Charmander, erstmal. Ja, die sind auf jeden Fall da drin, ey. Ja, geh einfach rein, Sharon. Ja, nervig. Komm rein da. Genau wie du. Auf jeden Fall, kennst du den Kader? So ein kleines Käfer-Pokémon. Ja, weiß nicht. Ich weiß, so häufig sagen mir die Namen halt einfach nichts, weil ich die deutschen Namen ach, nicht ja, kenne. Ninja-Turm weiß ich, dass der englische Name Shedinja ist. Oh, das sagt mir sowas. So, auf jeden Fall ist es die Hülle von der Weiterentwicklung und so weiter von Ninkada. Kriegst du, wenn du Ninkada weiterentwickelst und einen Platz im Team frei hast. Oder auf jeden Fall im Pokédex steht, wenn du ihm durch den Spalt seines Rückens guckst, dann verlierst du deine Seele. Ach. Toll. Durch den Spalt des Rückens ist halt auch toll, wenn es dein eigenes Pokémon ist und es kämpft. Du siehst es halt von hinten. Richtig. So, Charon, wir sind hier in der Eisfabrik. Eindeutig. Ah ne, ist ja
Kühllager. Lagerhalle. Du kannst hier gerne ein bisschen herumfahren, aber sei bitte vorsichtig. Der Boden ist an manchen Stellen gefroren, also ziemlich glatt. Genau. Nämlich das hier zum Beispiel. Ja. Das ist ziemlich unverantwortlich von denen, ne? Ja, müssen wir hier einfach rüber sliden. Weißt du, was ist denn das für eine Arbeitssicherheit? Ich meine, Arenen sind auch schon schlimm mit ihrer Arbeitssicherheit. Ich glaube, echt alles Trainer. Wir kämpfen einfach mal ein bisschen, ne? Ja. Wie denkst du eigentlich, sind Pokémon-Arenen durch den Sicherheitstest gekommen? Wahrscheinlich gar nicht. Gerade eben die Pokémon-Arena, die bestand aus Plattformen, wo drumherum ganz viel nichts ist. Richtig. Davor sind wir durch Honig gelaufen. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt gefährlich, aber trotzdem ekelhaft. Was war davor? Ach, na gut, davor war eine Bibliothek, das ist in Ordnung. Und davor war ein Restaurant. Oder? Keine Ahnung, halt Benny und so. Ja, könnte sein. Es gibt Arenen, die sind so unglaublich gefährlich. Wobei ich glaube, in Pokémon Schwarz und Weiß 2 ist es, da ist es richtig schlimm. Mit gefährlichen Arenen. Ja? Keine Ahnung. Yep. So, wir haben erstmal nicht so viel Schaden gemacht, aber wir kriegen jetzt relativ viel Schaden. Ja. Aber dafür hat der Beulenhelm Schaden gemacht. Kopfnuss. Bomb. Ich muss mich mal wieder hier konzentrieren, was wir überhaupt machen. Ja. Bitte sehr. Ja, wir laufen hier drin rum. Okay. Oh, es sind Rätsel, ich sehe schon. Das wird auch nichts. Doch, ich weiß, kämpfen, wie wir rüberkommen, glaube ich. Erstmal kämpfen hier. Wir müssen alles durcharbeiten. Peißen. Ich kann mich übrigens null an das Ding hier erinnern. An dieses. Hat ein Krellmack hier drin? Das arme Krellmack. Ne, wieso? Dem ist doch warm. Dem dürfte doch warm sein. Bye. Jetzt nicht mehr. Hui, Level 29. Das ist tatsächlich das eins der wenigen Sachen, woran ich mich erinnern kann. Oh. Jo. Aber die Juwelenkraft ist nicht irgendwas super Starkes auch? Nein, aber es kann dich stärker machen. Aber du kannst auch Kopfnuss machen. Kopfnuss könnte fast stark sein. Yep. Jo. Und es hat geflincht. Yay. Es ist einfach zurückgeschreckt vor unserem Beulenhelm. Ne? Kopfnuss muss eigentlich jetzt mehr Schaden machen, weil wir noch einen Helm aufhaben. Ja. Das wäre voll interessant, wenn Pokémon das einberechnen würde, ne? Hat wahrscheinlich was mit dem Block hier zu tun. Den kannst du nämlich bewegen. Ne, kannst du nicht bewegen. Ne, der Block ist dafür da, um An den Pokéball zu kommen. Um nicht einfach an den Pokéball zu laufen, sondern dass man so dahin muss. Siedewasser, ja. Kennen wir ja gar nicht, die Attacke. Das ist wirklich eine gute Attacke. Also, das sollte man einfach Pokémon beibringen. Warum holst du den anderen eigentlich nicht? Ich bin hier noch lang. Ne, wir können den da holen. Ein Netzball! Dürfen wir da rüberlaufen? Ja. Okay, ich verstehe. Aber jetzt ist, glaube ich, zum Zurückgehen. Ja. Okay. Müssen wir hier. So, dann zeig ich mal her. Kannst du oben lang gehen jetzt, oder? Ja. Nein, vielleicht. Versuch mal. Nee. Versuch mal oben lang zu gehen. Hier. Ach stimmt, man kann ja hier nach rechts. Genau. Oh. Nee, du musst da hoch, links, so. Runter. Da ist bestimmt irgendwas versteckt. Nein, hey. Pokémon hat das noch nie gemacht, dass es hinter einem Wand was versteckt hat. So, die sind immer sehr ehrlich. Gegen den wollen wir auch kämpfen, natürlich. Aber na, sicher doch. Was? Im Laden? Ich bin im Laden? Vielleicht Osama im Laden? Das könnte übrigens schlecht enden, weil Strepoli ist ein Kampf-Pokémon. Das ist die Weiterentwicklung von... Okay, das tut sich selbst weh. Okay, dann reicht's.
trotzdem, es hätte schlimm werden können. Warum ist Strepoli ein Clown? Warum hat es diese rote Nase? Weil es sehr kalt ist, deshalb hat es eine rote Nase. Vielleicht hat es auch viel Wein getrunken. Kriegt man von Wein nicht blaue Lippen? Das kann sein. Ich weiß nicht, ich trinke keinen Wein. Ich glaube, von Rotwein vor allem kriegt man blaue Lippen. Mhm. Warum das? Tust du innerlich kalt werden? Ich weiß es nicht. Interessant. Hier haben wir ein Gelatini. Das kannst du durchaus mit Juwelenkraft einfach mal angreifen. Okay. Mal gucken, was die Juwelenkraft macht. Hui! Mit der Kraft der Juwelen. Und tot ist es. So, mal sehen. Kriegen wir? Nö, wir kriegen nicht den Boost. Du kannst nämlich einen Boost für alle deine Attribute kriegen. Wow. Will ich nochmal machen. Oder? Nee, Juwelen. Oder war das bei Juwelenkraft? Ich weiß nicht. Das ist nicht sehr effektiv gegen Praktibalk. War ausreichend effektiv. Das stimmt. Weckruf ist eine Kampfattacke, macht minimalen Schaden. Und wir geben noch eine Kopfnuss. Was macht Juwelenkraft? Ah, nee, Antikraft war das mit allen Stats. Aber Juwelenkraft hat auch irgendwas gemacht. Oder? Oder? Wir haben Steinhagel, können wir erlernen. Ja, ist eine gute Attacke. 75. Geh mal kurz auf Juwelenkraft, was da steht. 70. Achso, das ist eine normale. So, das macht 70 und das andere macht 75, aber das andere hat keine 100%ige Wahrscheinlichkeit. Nein, das wollte ich gar nicht. Okay, also lernen wir es nicht. Doch, kann man. Man kann Steinhagel mitnehmen. Das hat nur 90%. Dafür könnte es stärker sein, wenn es... Und da müssten wir eigentlich die Werte von Sedimantur kennen. Weil Juwelenkraft ist eine spezielle Attacke und das andere ist eine physische Attacke. Warte mal kurz. Guck mal kurz, was Sedimantur so kann. Mhm, dann guck da mal nach. Oh, wie wird das geschrieben? Ich hab's doch vor mir. Sedimantur. So, ab zu den Stats bitte. Danke. Es ist besser im physischen Angriff auf jeden Fall. Also nehmen wir Masse Juwelenkraft weg und wir nehmen Steinhagel. Genau. Gut, vergessen. Weg mit der Juwelenkraft. Unser Stein kann jetzt mit Stein arbeiten, nicht mehr mit Juwelen. Yep. Ja. Ja, wir haben ihn geschlagen. Ins Gesicht. Und dann haben wir auf ihn gespuckt und getreten. Eisheiler. Brauchen wir. Ja, jetzt können wir hier hoch. Noch ein Typ. Ah, schade. Passt. Lalalalalala. Lass uns kämpfen. Quirin. Oh, Quirin. Praktibalk. Es ist echt blöd, immer gegen Kampf-Pokémon zu kämpfen mit Sedimantur. Wir sollten... Mach mal Steinhagel, vielleicht treffen wir... Ja. Das sollte Schaden machen. Okay, nicht genug. Ja, aber mit der Kopfnuss kriegen wir ihn jetzt kaputt. Und dann sollten wir mal das Pokémon langsam wechseln. Ja. Noch ein Praktibalk. Gehen wir zu Fletiamo. Fletiamo. Fleti. Mein Fleti. Das ist ein Yeti. Oh, Quirin. Ist egal. Er hat Stempel. Bub. Jo, das war stark. Ja, yeah, die Pokémon sind ja gar nicht auf unserem Level hier. Die drunter, das ist welche drunter. Ja, das ist Level 23. Verstehe ich nicht. Wir hatten schon gegen stärkere Trainer zu kämpfen. Ja, das sind ja nur die Arbeiter in der Eishalle. Ja, und? Am Windschnitt. Das heißt, Vanilleeis in kleine Stückchen geschnitten. Damit man es besser zu sich nehmen kann. Ah. So. Hypertrank! Sehr schön. Und einmal jetzt den Pokémon tauschen. Ja. Bin ich schon fertig? Nee, da unten in den Container rein vielleicht.
Ist da das, was wir brauchen? Ah, jetzt kommt Charon. Ich glaube schon. Was meinst du, ist da drin? Jemand? Natürlich. Ja, dann wollen wir mal was, ne? Aber ja. Wir wollen da erst in der nächsten Folge rein. Okay. Da geht's in der nächsten Folge rein und dann mal gucken, was sich da wohl drin versteckte. Ja. Und wir bedanken uns wie immer fürs Zuschauen. Guckt gerne bei der Pixelstube vorbei, der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung und dann kommentieren und bewerten nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. So. Okay, tschüss. Tschüss.